herzlich willkommen bei Geek Germany. Heute haben wir das Mi Band 2 von Xiaomi von Gearbest zur Verfügung gestellt bekommen und werden euch dieses Gerät etwas näher bringen. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir direkt zum Mi Band. Das Mi Band 2 ist der Nachfolger vom Mi Band 1 und Mi Band 1S. Es hat sowohl ein Herzfrequenzmesser als auch ein Display, was bei der ersten Version halt gefehlt hat. Man kann sagen, dass das Mi Band prinzipiell sowohl von der Hardware aus gesehen, als auch von der Software aus sehr ausgereift ist. Ja? Denn was kann es denn? Kommen wir zu den Features. Es kann deine Schritte zählen und dabei ist es wirklich sehr genau. Laut Xiaomi ist es sogar Militärgrad. Es kann deinen Schlaf messen, das heißt, es misst, wie lange du geschlafen hast und sagt dir eventuell, dass du halt so wenig geschlafen hast. Es kann die Benachrichtigungen von deinem Handy aus an deinem Arm anzeigen lassen. Es hat ein Herzfrequenzmesser, ein Display für Uhr und mit dem neuen Update kommt auch das Datum mit drauf. Es ist, wenn man so will, auch als Armband sehr schick. Ich meine, so für Mann als auch für Frau mit dem roten oder grünen oder mit dem Lederarmband, es ist wirklich sehr schick. Wiegt nicht viel und hat also Accessoire-Eigenschaften wie ein normales Armband. Und der allerwichtigste Punkt ist meiner Meinung nach der Kostenpunkt. Warum? Man bekommt das Mi Band teilweise für 25 Euro inklusive Versand. Das Fitbit oder andere Fitnessarmbänder wie von Garmin, diese kosten über 90, 100, 120 Euro und bieten teilweise weniger, sind teilweise manchmal nicht mal wasserdicht. Ich muss zugeben, ich habe das Mi Band 1 noch und das Mi Band 1 ist wasserdicht. Ich bin damit im Meer geschwommen, ich gehe damit ins Schwimmbad. Ich kann da Wecker einstellen, um zu wissen, wann ich raus muss. Also es ist auch wasserdicht, das haben wir gerade nicht gesagt. Und deswegen ist es eine definitiv klare Kaufempfehlung. Ihr könnt euch das gerne bei Gearbest bestellen. Wir bestellen unsere Technik meistens von Gearbest, denn es kommt schnell an. Wir zahlen meistens dadurch, dass sie halt mit einer speziellen Versandmöglichkeit schicken, keinen Zoll. Und ja, das war's. Falls euch das Video gefallen hat, einmal Daumen hoch und abonniert uns. Und falls ihr mehr Produkte gereviewt haben wollt, einfach in die Kommis. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Grüße, Geek Germany.